Jo, hallo und herzlich willkommen zum Wochencheckup. Es ist Donnerstag, ich habe letzte Woche gesagt, am Sonntag, dass ich die Woche abwarte, was halt passiert. Ja, ihr habt es mitbekommen, es ist nichts passiert. Kein Event, kein Update, nichts. Event, ja, wisst schon, was ich meine. Also ist halt nichts passiert. Ich habe jetzt gerade nochmal ins Forum geschaut. Es wurde auch seit dem letzten Ding, was ich noch mitgelesen habe, nichts mehr gepostet. Also ich hätte es mir nicht durchgelesen, aber ich wollte einfach nochmal wissen, ob die vielleicht doch nochmal was geschrieben haben, wo vielleicht nochmal steht, okay, gut, es wird doch nicht März, vielleicht erst April. Nix. Das heißt eigentlich dann nächste Woche, spätestens halt übernächste Woche, aber ich finde es halt scheiße. Ich finde es allgemein scheiße, wenn man sagt, im April, im März oder wenn man halt einfach sagt, in einem Monat, ja, aber dann ist es halt immer Ende, ja, da kann man doch gleich sagen, Ende des Monats, ja. Ich finde es halt behindert, weil im Monat ist für mich halt die ganze Zeit und so warte ich halt die ganze Zeit auf das Event, ja, aber dann ist es der 30. von 31 Tagen. Wow, super, kann man auch gleich sagen, ja, April. Also, mein, nur vom Sinn her, es ist halt nervig, weil dann sitzt man die ganze Zeit so da und denkt sich, ja, wann kommt es denn dann endlich und dann. Die wissen schon, dass es seit 3 Monaten müssen, dass es der 30. März sein wird. Können sie auch schreiben, Ende März, ja. Fände ich ganz nice. Ja. Aber ich gebe die Hoffnung hier auf. Oder was heißt Hoffnung? Eigentlich ist es keine Hoffnung, ja. Aber, naja. Es kommt ja sowieso, man kann es nicht ändern, von daher soll es ja dann auch wirklich kommen. Ja, habe ich jetzt schon was in die Toilette geworfen? Nicht, ne? Das da, nehmen wir. Ja, genau. Und deswegen kam halt gestern keine Folge, weil ich ja gesagt habe, ich werde die Woche abwarten. Also Freitag bin ich dann natürlich nicht mehr, sondern halt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag wollte ich halt abwarten, je nachdem, ob es gekommen wäre oder nicht. Aber es kam halt nichts und deswegen, jo. Eben einen Tag später. Naja. Genau. Finde ich aber echt erschreckend, dass die seitdem kein Developer. Jetzt habe ich das Wort Developer, Diary mehr gemacht haben. Das waren diese drei Dinger in, keine Ahnung, 2 Monaten und jetzt dann einfach Funkstille seit 2 Monaten. Auch wieder total komisch, die Typen. Aber naja. Sind halt Programmierer, die leben in ihrer eigenen Welt. Oder, ja, wahrscheinlich sind es nicht mal Programmierer. Naja, egal. Uff, hier brauchen wir auch so die. Da habe ich eigentlich nirgendwo mehr Items im Inventar. Das war mal Standard und hier habe ich auch kein Reittier mehr. Dammit. Tränke habe ich aber noch. Genau. Ah, ein teurer Bullshit. Ah ja, es war halt Gold-Event am Wochenende. Ich habe hier wieder ziemlich viel Gold angespart. Kann man ein bisschen was verskillen wieder. Brauchst ja eh nicht. Ich habe halt nur so gerne auf wenigstens einem Char so richtig viel Money. Aber bringt echt nichts, das aufzusparen. Das ist relativ sinnlos. Genau. Mittlerweile auch auf einem ganz guten Wert eigentlich. 5 Millionen auf Stufe 278. Wie viel ist denn das? 2900. Ja, ist glaube ich gar nicht mal so schlecht. Können wir gleich mal nachschauen. Machen wir mal 400 Mille. So. Wie viel sind es jetzt? Ah, oh lol. Genau 2950. 278. Ja, nehmen wir hier mal. Ja, tatsächlich. Ich habe mehr. Ja, gut, das ist aber auch so ein Vogel, der macht AP, sage ich schon. Intelligenz, Ausdauer auf dem gleichen Wert. Das ist als Magier. Und er hat Glück höher? What the fuck? Okay, gut. Das kann man nicht vergleichen. Der hat komplett verskillt. Ach nee, Moment mal, das war der ja. 281. Ja, aber der ist richtig geskillt und der hat 300 weniger. Dafür hat er 2200 Ausdauer. Ja, gut. Ja, gut. Aber ich habe 100 Ausdauer weniger. Dafür habe ich aber 300 Intelligenz mehr. Das ist schon nicht schlecht, muss ich sagen. So, jetzt machen wir mal echt Feierabend. Und zwar keine Ahnung, warum ich hier nochmal so viel Gold gespart habe. Ah ja, genau, ich wollte ja mal einmal, wollte ich auf irgendeinem Char mal die 1 Milliarde voll haben. Genau, jetzt weiß ich es wieder. Ja, stimmt, das ist, wann habe ich mir das mal vorgenommen? Ey, das ist bestimmt auch schon 2 Jahre her oder so. Aber ich habe es ja schon mehrmals geschafft. Ist ja nichts mehr Besonderes. Irgendwie hat sich das so eingependelt, dass ich einfach immer so viel Geld habe. Deswegen, ja, jetzt habe ich 600 Mille verskillt. Das ist schon einiges. So viel habe ich, glaube ich, noch nie verskillt. Bei dem Char. Genau. Jo, S4 läuft langsam. Mehr kann man dazu nicht sagen. 34 Stufen fehlen noch. Das ist das billigste Moment mal Geschick. Das kann ich sogar verwenden, ne? Jupp. Ach so. Oh, verdammt.
Egal, ich habe genug Geld. Ah, ich kaufe mir einfach alles, was es gibt. So. Direkt wieder das Dingens hinterher schmeißen. Trinke. Jupp, fehlen. Habe ich eigentlich noch einen Glücksepic? Der Helm ist noch Glücksepic, ne? Genau. Sonst hätte ich nie im Leben 35% Glück auf dieser Stufe mit so wenig anderen Epics. Aber das stimmt gar nicht. Ja, gut. Zwei habe ich nicht Epic. Naja, ich muss mal alles doppelt anschauen. Keine Ahnung wieso. Ja, es ist nichts dabei. Verbessert sich auch nicht, wenn man es fünfmal anschaut, leider. Wäre ja geil, wenn. Aber dann wird es ja dieses Angebot für neue Ware für Pilze wohl nicht mehr geben. Wenn es auch anders gehen würde. So, nochmal Ausdauer auf 10.000. Ich auch schon so lange nicht mehr geskillt auf dem Char. Das ist der. Wow, wie viel Geld hatte der denn? Holy shit. Der hat einiges abgesandt beim Gold Event. Krass. Machen wir dann geschickt ein bisschen. Jo. Wie lange das dauert. Hat die beiden auf 60. Oh, jetzt ist leer. Ups. Fail. Das. So. Also wie gesagt, 34 Stufen noch. Ja. Wird schon noch eine ganze Weile dauern. Ich weiß auch nicht, irgendwie. Gildenmäßig, die Prozente sind gar nicht mehr so viel schlechter, aber keine Ahnung, hier kommt es mir so vor, als würde es einfach 100 Jahre länger dauern, weil es wahrscheinlich einfach genau der gleiche Zeitraum ist. Da kann man nichts machen. So, auch hier was für die... Es ist unglaublich, dass ich nirgendwo mehr Items habe. Das ist irgendwie wie verhext. Das hätte ich überall die Schriftrolle nicht mehr, aber... Oh, tatsächlich, hier fehlt mir eine Schriftrolle, aber das war nicht die. Mit den Items bei... Random Items bei Missionen, welches ist denn das überhaupt? Gegenstand finden plus 10% Chance, genau. Also das Amulett. Ist das die Kette? Genau. Und die habe ich eigentlich überall aktiviert. Ist jetzt keinen, wo ich die nicht aktiviert habe. Ich habe allgemein überall alle Schriftrollen aktiviert. Manchmal vergisst man es halt, wenn man sich irgendwas Neues geholt hat oder so. Aus dem Laden, irgendwann nachts oder so, wo man jetzt nicht so wirklich drauf geachtet hat, da vergisst man es halt mal, aber. Ja, das ist eher selten. Also passiert so gut wie nie. Zumindest mir nicht. Genau. Sind es 288 Millionen? What the fuck? Ich sollte vielleicht mal ein bisschen scalen. Da ist schon mal ein Gold-Event und ich verskill das Gold gar nicht, was ich da bekomme. Und das ist auch mal was. Ach ja, hier ist ja Stärke noch gar nicht auf 10 Millionen. Alter, geht das Gold schnell weg. Oh shit. Ach so, ich habe keinen Stärketrank drin. Ich dachte mir jetzt schon gerade, woher kommt diese krasse Differenz? Ah, okay. Ja, tränkemäßig habe ich momentan gar kein Glück mehr auf keinem meiner Chars. Ich kann mir halt ja, so einen Scheißdreck hier kaufen und dann auch so einen Scheißdreck. Das bringt halt im Endeffekt... Das ist wie, als hätte ich keine Tränke drin. Ja, eigentlich ist das übelst die Geldverschwendung. Es bringt es höchstens, wenn du... Also es bringt es halt höchstens mit, wenn das dein Hauptattribut ist. Also dann bringt natürlich ein Intelligenz 10% Trank was. Aber jetzt mir als Krieger bringt der Scheißtrank gar nichts. Ja? Weil das sind... 10% auf, ja, das sind 187, ja, das sind von meinen 1800 irgendwas da 10%, 180 mehr und das macht im Endeffekt einfach mal nichts aus, ja. Da kann ich mir, auch wenn es halt nur, keine Ahnung, wie viel haben die jetzt gekostet, 200.000 der kleine und 500.000 der große, keine Ahnung, macht keinen Unterschied, es ist wie, als hätte ich keinen Trank drin, deswegen bin ich momentan überlegen, ob ich das einfach gar nicht mehr mache, also nirgendwo mehr. Weil, ich meine, klar, es ist so gut wie kein Gold, aber ich meine, wenn man das über die Jahre hochrechnet, sich immer so, na gut, vielleicht sollte ich auch keine Kämpfe machen, fail, wenn man das über die Jahre hochrechnet, sich immer diese Tränke kauft, die man eigentlich gar nicht braucht für die eigene Klasse, die nur Verteidigungswerte bringen, die sowieso völlig umsonst sind, ja, bringen nichts, beziehungsweise halt sehr, sehr, man braucht halt ultra viel Verteidigungswerte, dass es wirklich einen Unterschied macht und da sind halt beispielsweise diese 10% nichts, ja. Ein 25% Intelligenztrank, okay, gut, der bringt vielleicht ein bisschen was, wenn du sehr hohe Basisverteidigungswerte hast, aber selbst dann eigentlich nichts. Ja. Also, das, bin ich momentan am überlegen, ob ich das einstellen soll. Also, das Problem ist halt, dann sieht es halt nicht so schön aus. Ich weiß übrigens, das ist, by the way, nur noch S20, beziehungsweise es ist immer S20, wo unten dieses Warten auf image.player-games.com steht da gerade, ja, keine Ahnung, welches Image die da laden müssen, also Bild.
Kein Schimmer. Das ist immer bei S20. Ich weiß nicht, wieso das hier immer ist. Ich habe keine Ahnung. Das ist nur dieser eine Server. Ich weiß nicht, ob das wirklich mit dem Server zusammenhängt oder so. Keine Ahnung. Bei allen anderen hier seht ihr es ja unten nicht da. Nur bei S20. Ich weiß nicht, wieso. Der Server mag mein Browser anscheinend nicht. Will, dass ich hier aufhöre. Also hier zum Beispiel, wie kostet 236.000? Ja, eben 236.000 Gold. Okay, gut. Ja, aber für zwei Tränke könnte ich dann schon einmal Intelligenz gehen und das wird sie ja auf Dauer mehr bringen. Ja, weil der Trank hält 3 Tage. Der Wert, den ich skill, der hält für immer. Das ist der Unterschied. Ja. Oh. Ach so, das sind 90 Millionen. Ich dachte, das wären nur 9 Millionen. Genau. So. Gibt es hier noch irgendwas? Ah ja, genau. Hier werde ich seit kurzem von irgend so einem Typen die ganze Zeit abgefarmt. Ich weiß nicht, was der für ein Problem hat. Yukihime. Und vor allem, der ist so weit über mir, der gewinnt eine Ehre dadurch. Weiß nicht ganz genau, was denn sein Plan ist. Jetzt ist wieder dieser Bug mit dem Pilz da. Lol. Jetzt ist er wieder da. Ist immer noch nicht behoben worden, ne? Das müsste halt mal irgendjemand sagen. Also ich nicht. Aber irgendjemand müsste das mal melden. Aber vielleicht aber auch nicht. Den Bug. Ja gut, der hat halt einen Lebenstrank. Ja. Und ist halt auch Stufe 333. Ja, aber keine Ahnung, was der Kerl für ein Problem hat, weil er kriegt halt keine Ehre dadurch, ja? Das ist halt das, was ich nicht verstehe. Wenn er Ehre bekommen würde, würde ich es ja noch verstehen, abfarmen und so, aber das bringt halt gar nichts. Also, verstehe nicht ganz genau, was der da will. Naja. Jedem das seine. Wo habe ich alles gemacht? Ne, habe ich natürlich nicht. Habe ich hier schon was in die Toilette geworfen? Ich glaube auch nicht, ne? Na eben. Ich habe ja noch gar nichts gemacht, bis auf die Tränke. Ah. Ich kann momentan die Zahlen hier so schlecht einschätzen. Ich denke immer, es ist irgendwie eine Stelle weniger, als es tatsächlich ist. Jetzt dachte ich gerade wieder, es sind nur 600.000. Obwohl es 6 Millionen waren. Ach ja, ich werde auch langsam alt. So. Ach du Scheiße. Oh Gott. Okay, oh, da habe ich 40 Mille gemacht. Das probieren wir nochmal. 25. 29. 15. Okay, es wird immer weniger. Ah, jetzt sind es wieder 30. Ja, das Krasse ist halt, man sieht es, die machen zu dritt 28 Millionen. Und ich mache alleine 40. Ja, die Begleiter sind so ein Witz im Tower. Also am Anfang sind sie noch übelst krass, da sind sie sau wichtig. Weil du da alleine nichts machen kannst, aber jetzt da, hier am Ende, da spielst du eigentlich komplett alleine gegen die Gegner. Da sind die nur so ein kleines bisschen ankratzen. Ab und zu macht der Kundschafter mal was Gutes gegen ein paar Krieger. Aber es ist halt auch nur bei 100 Versuchen. Mal dabei so einer. Ist auch ultra behindert geworden, muss ich sagen. Die Begleiter sind zu nichts zu gebrauchen. Ja. Nachher, mir hat letztens jemand geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube Facebook, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Was, Facebook? Aber das war sogar ein LOL, glaube ich. Ja, doch. Nein? Ach, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall schon fast 2 Wochen her. Das habe ich ja voll vergessen, die ganze Zeit zu erwähnen. Er hat nämlich gefragt, warum ich werfe hier mein Schild nicht in die Toilette. Das ist ganz einfach. Das sind alle Attribute-Schild. Das habe ich mir mal aufgehoben, weil ich es irgendwann eventuell mal brauche. Aber da mein letzter Turm... Schwachsinn. Dungeon-Gegner Jan ist und der Stärke ist und danach kommt er nichts mehr. Zumindest aktuell, ja. Wer weiß, neues Update und so. Jo, ist es halt so, dass ich das einfach aufgehoben habe und dann, keine Ahnung, jetzt halt, weiß ich nicht, soll ich das aufheben aller Attribute? Kann man. Es war halt so gedacht, ja, eventuell, wenn ich mal im Dungeon mal nicht weiterkomme, vielleicht mal switchen und so, aber keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das schon habe. Das liegt da irgendwie schon. Mir kommt so vor, als würde es da schon immer liegen. Also, ich weiß es nicht so genau. Aber jedenfalls habe ich es aus dem Grund mal aufgespart. Ich weiß nicht mehr, wann es war, aber das ist der Grund. Halt alle Items, die hier rechts sind, die sind halt für mich tabu. Es sind ja auch meine Tränke immer rechts und so. Und links liegt immer der Schrott, den ich entweder verkaufe oder in die Toilette werfe. Apropos Toilette, ne, da ist schon was drin. Genau. Aber eigentlich brauche ich es nicht. Deshalb könnte ich es eigentlich schon in die Toilette werfen. Ja. Mal gucken. Ach nee, habe ich vorhin erst, was geht. Schon wieder, hier jetzt gedacht, das ist eine Zahl mehr. Naja, ich bin dort momentan Rang 36, richtig, richtig nice. Ich fahre momentan den Crash-Test-Dummy ab. Der geht richtig schön down wie Butter. Ja, weil er gar nicht mehr so schlechte Werte hat, aber trotzdem geht er down wie Butter.
Genau. Jo. PvP macht immer noch Spaß. Es ist echt unglaublich, dass mir das nicht langweilig wird. Hätte ich eigentlich schon gedacht, dass es mit der Zeit doch ätzend wird, aber jetzt mittlerweile wieder ein Spiel schon wieder 300 Alu. Seit Weihnachten. Also 3 Monate schon. Und es ist mir noch nicht langweilig geworden. Da geht aber gar nichts beim Jennel. Beim Jennel. Ach verdammt, ich hätte nicht den Krieger skinnen sollen. Ja, aber hier wird wahrscheinlich auch nichts klappen. Wie viel macht er hier? 60 Millionen. Es ist so ein Witz, hier machen meine Begleiter 28 Millionen. Und der Krieger, eine der schwächsten Klassen im Turm. Also auf jeden Fall schwächer als der Kundschafter, macht hier auch noch 36 Millionen. 18 Millionen machen die. Und er macht immer noch mehr. Selbst wenn er schlecht ist, macht er immer noch eine Mille mehr. Er hat 19 Millionen gemacht. Also ich. Ah, diese Begleiter, die kannst du alle in der Pfeife rauchen, diese Noobs. Naja. Ich warte auf den Tag, an dem ich Jan einfach mal so aus dem Handgelenk schaffe. Einfach so 2 Versuche rein, bam, liegt er. Ich glaube, der Tag ist noch sehr fern. So, S30. Ja, wie gesagt, hier Pilz-Event, Pilz-Aktion, besser gesagt. Abwarten. Was ist Lebenstrank? Habe ich da noch einen? Nee, habe ich. Ich habe auch keinen Intrank mehr. Okay, interessant, interessant. Ja, dann hebe ich mir den erstmal auf. Ja, das Problem ist halt, das mit den Tränken. Oh, nice. Vor allem hier auf dem Server. Dass ich halt hier eigentlich immer nur so wenig auflade. Ja. Weil es halt keiner meiner Main-Chars ist, sondern mehr so ein Nebenprojekt gewesen. Oder ist es immer noch. Deswegen lade ich hier ungern mehr als 25 auf. Problem ist halt, dass man bei 25, wenn man da Fett Dungeons mitmacht, dann 400 verbraucht. Da ist halt noch 200 übrig. Plus halt die, wo man da jetzt hat. Ja, und dann kannst du wieder nur 2 Monate maximal 100 bis, also, ja, so 150 bis 300 Alu spielen, halt ab und zu mal das, ab und zu mal das, ab und zu mal das. Ja, geht halt 1, 2 Monate so und dann ist es wieder weg und dann, ja, wenn wieder Dungeons anstehen, musst du immer instant aufladen und so. Das ist das, was mich momentan ein bisschen stört an dem Char. Nice! Letztes Mal, letzte Sekunde, letzter Versuch, whatever. Ja, Krieger, da. Das scheint mir ziemlicher Bullshit zu sein. Ups. Das scheint mir echt ziemlicher Bullshit zu sein. Ich glaube, die nehme ich mir nicht tatsächlich. Nö. Weg damit. Immer schön weg damit. Hier, Alter. So. Nein. Oder? Doch, ein Versuch. Komm. Ist ja auch ein Krieger. Yes! Wieso kriegt denn der Krieger so viel? Ah, gut, das braucht er wenigstens. So. Wieder ein Krieger. Aber der geht nicht down. Noch ein Versuch. König Kinnbart. Oh, Alter. Hier ist mein Magier richtig schlecht. Ja, gut. Ach so, Moment, mein Begleiter auch leveln. Da waren doch noch welche, die kein Level abbekommen haben. Jupp. Und. Jo. Ja, gut. Dann geht das auf das Update-Warten weiter. Also am Wochenende bin ich mir ziemlich safe, kommt das Update nicht. Also ich meine mich zu erinnern, dass. Shakes & Fidget am Wochenende noch nie ein Update rausgebracht hat. Höchstens am Freitag, aber niemals Samstag, Sonntag. Bin ich mir fast hundertprozentig sicher. Allein schon wegen den Events, weil dann Events dann Komplikationen gibt und die müssen irgendwie ungeplante Serverwartungen machen für eine Stunde oder so. Und dann das Gold-Event oder so. Boah, ey. Da würden die Spieler auf die Barrikaden gehen. Und ich denke mal, aus dem Grund werden die es safe nicht machen. Haben sie auch noch nie und werden sie nie. Höchstens halt Freitag, weil da noch kein Event ist. Maximal eine Pilzaktion. Und. Jo. Genau. Also ich denke, nächste Woche zwischen Dienstag und Freitag kommt's. Bin ich mir. Diesmal bin ich wirklich ziemlich sicher, weil ich meine, ich glaube nicht, dass es wirklich Ende des Monats machen. Das wäre schon ziemlich asozial. Ja. Ich finde diese Ansage im März, dann machst du es am 30. oder so. Kannst du auch gleich sagen, fuck you all. Naja, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.